Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt das im letzten Vlog, glaube ich, schon gesehen. Wir haben ja ein Überraschungspaket bekommen. Und heute hat uns tatsächlich noch ein Paket erreicht, das ich gekauft habe. Da habe ich ein paar Sachen bei meiner lieben Jenny wieder gekauft und sie hat uns dann ein Päckchen gepackt oder ein Paket gepackt und hat uns tatsächlich noch mehr wieder da reingepackt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Fangen wir mit dem Paket an, wo ich die Sachen gekauft habe und bei der lieben Jenny. Und da habe ich tatsächlich eigentlich nur drei Sachen gekauft. Und zwar war das zum einen diese süße Latzhose hier von Name It, ist die Jeans-Latzhose. Und ich dachte mir, für Juna mal so eine Latzhose wäre auch nicht schlecht. Gerade so eine Jeans-Latzhose. Und die fand ich total niedlich. Und ja, dann habe ich tatsächlich zwei Strampler-Sets gekauft von der Marke Steif. Zum einen ein total süßer Niki-Steif-Strampler in weiß-rosa mit passendem Pulli dazu. Und das Faszinierende daran ist, der Strampler ist tatsächlich auch noch neu. Der riecht noch richtig neu. Und dann habe ich den zweiten Strampler auch noch gesehen und den hat sie mir dann halt auch überlassen. Der ist jetzt aus so einem schönen T-Shirt-Stoff, also das ist jetzt kein Niki-Stoff, was ich ganz gut finde. Der ist halt auch in so einem schönen Pink-Weiß und auch mit einem unifarben weißen Pulli darunter. Da muss ich mal schauen, wem die Strampler passen. Ich habe sie jetzt nicht spezifisch für Juna gekauft, sondern allgemein für die Mädchen gekauft. Delia trägt ja auch manchmal Strampler und ich weiß, dass hier die Steifsachen teilweise auch sehr groß ausfallen und dann muss ich halt natürlich gucken, wem die Strampler sozusagen passen. Genau, das waren eigentlich die drei Sachen, die ich bei ihr gekauft habe. Und den Rest hat sie mir jetzt tatsächlich einfach so dazugelegt. Und da auch von ganzem Herzen nochmal vielen, vielen Dank, liebe Jenny, an dieser Stelle. Ja, und zwar zum einen hat sie mir nochmal ein Strampler-Set dazugelegt. Das finde ich auch so, so süß. Mit einem passenden Pulli dazu. Der Strampler fällt auch relativ klein aus. Ich denke, der wird definitiv dann für Juna sein. Der ist halt auch so ein Niki-Stoff. Ja, und dann haben wir hier noch einen unifarbenen Pulli dazu bekommen. Von H&M in rosa. Dann haben wir eine total süße Jeanshose dazu bekommen. Die ist allerdings auch in Größe 56, glaube ich. Also die wird nur Juna passen. Dann hat die liebe Jenny mir zwei Bodies mit da reingepackt. Einmal diesen hier, so einen süßen Langarm-Body mit Blumen drauf, hat sie mir reingepackt. Richtig niedlich. Und der zweite Body ist ein Kurzarm-Body in so einem süßen Pink mit Glitzerpunkten drauf. Ja, und als allerletztes hat sie mir ein T-Shirt reingepackt für Milan. Richtig niedlich. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle natürlich von ganzem Herzen noch bei dir, liebe Jenny, bedanken für die ganzen Gratissachen, die du mir dazu gepackt hast. Und ja, ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter mit dem nächsten Paket. Das ist nämlich ein ziemlich großes, dickes Paket von unserer lieben Marina gekommen. Das ist auch eine ganz, ganz liebe Maus, mit der wir schon lange Kontakt haben. Sie wollte uns einfach halt mal mit diesem Paket eine Freude machen und auch an dieser Stelle jetzt von ganzem Herzen schon mal jetzt vielen, vielen Dank an dir, liebe Marina. Und ich werde jetzt in Ruhe mit euch zusammen dieses Paket auspacken. So, ich habe das Paket jetzt mal aufgemacht, schon mal, und da kommt dann das hier zum Vorschein. Also eine ganze Menge Babysachen. Also zum einen ist so ein Loop dabei. Dann sind hier Mützen dabei. Und zwar einmal die passende Mütze zu diesem Loop, den ich euch gerade gezeigt habe. Total schön. Das ist jetzt definitiv ein schönes Set für Elisa für den Winter. Dann hat sie uns noch eine Mütze damit eingepackt. Und zwar so eine ganz normale Strickmütze. Ich denke, das ist auch dann Größe Elisa, auch richtig schön.
Ja, dann sehe ich hier schon ganz viele Dreieckstücher. Eieieiei, Hilfe. Also das hier ist mir sofort ins Auge gesprungen. Voll süß mit Bambi drauf. Dann ist das Dreieckstuch dabei gewesen. Dann ein ganz normales gestreiftes. Ja, dann ist noch ein Bambi-Dreieckstuch dabei. Richtig süß. Ich glaube, die Tücher sind eher was für Elisa, weil die sind schon wieder so ein bisschen größer. Dann war dieses Dreieckstuch dabei. Das ist so ein Wendetuch, soweit ich sehe. Denn hier vorne ist dann so ein süßer Igel drauf. Super niedlich. Dann war dieses Dreieckstuch dabei. Dann hat sie uns nämlich noch so ein süßes Dreieckstuch reingepackt. Das ist mal richtig niedlich mit Herzen drauf. Und dann steht hier vorne halt Bambi drauf. Ja, dann haben wir eine Mütze dabei bekommen. Eine ganz normal schlichte weiße Mütze. Finde ich immer gut. Weiße Mützen gehen immer. Dann haben wir noch ein solches Dreieckstuch dabei mit Sternen drauf. Das gefällt mir auch immer super für Milan. Und dann haben wir noch eins in gestreift mit einem schönen Bären drauf. Dann ist noch eine Mütze dabei in Grau mit einer Brille drauf. Wir haben hier einen Hoodie, ein Pullover mit Mütze dran und hier unten sind dann ist dann ein Einhorn drauf. Dann haben wir hier eine Garnitur, ein Set, auch in Größe 74 mit einer Leggings. Richtig niedlich. Und einem Pullover von Minnie Maus. So, dann haben wir hier noch einen Pullover. Der ist auch hübsch. Dann haben wir noch einen Pullover hier für Elisa in so einem schönen Dunkelblau. Sowas gefällt mir ja auch sehr, sehr gut. Gerade auch an den Babys so, dieses schöne dunkle Blau. Egal welche Babys das sind, die können irgendwie alle dunkelblau tragen. Finde ich zumindest. Dann haben wir hier noch einen Pullover in so ein braun-weiß. Dann haben wir hier auch noch einen Pullover mit einem Einhorn drauf. Und hier unten ist das so ein bisschen mit so Tüll dran. Und dann sind hier süße Herzen drauf. Dann haben wir hier einen schönen Schlafanzug in blau-weiß. Der ist auch super für Elisa Maus. Hier haben wir noch einen Schlafanzug mit Regenbogen drauf. Und hier haben wir noch einen Schlafanzug. Ich glaube, das ist so ein Doppelpack oder eventuell sogar ein Dreierpack. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, der ist halt so schön in gestreift. Auch richtig hübsch. Das dritte. In so einem schönen Pink mit dann dem großen Regenbogen drauf. Also richtig schön. So ein richtig schöner Dreierpack Schlafanzüge sind das. Ja, und was ich auch total süß finde, das ist mir gerade erst aufgefallen. Hier unten drunter, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, sind süße Noppen. Das heißt, die Babys und die Kinder können dann auch schon problemlos mit diesen Schlafanzügen ja, laufen und rutschen dann halt nicht so weg. Finde ich richtig süß. Vielen, vielen Dank dafür. So, dann gehen wir hier weiter. Da haben wir zum einen einen total süßen Pulli mit einem Elefanten drauf. Dann haben wir hier, den habe ich gerade schon gesehen, einen super süßen Langarmbody. Richtig niedlich mit dem Bären drauf. Dann haben wir hier eine süße Jacke. Auch in Größe 56 für die Mädchen. So eine Art Regenjacke ist das. Dann haben wir einen Pulli in Grau in Größe 62 hier drin. Da kann ich gucken, ob ich den eher dann zu Mika mit reinpacke, weil Mika trägt ja auch teilweise schon Größe 62. Das ist gar nicht so schlecht und so einen grauen, schlichten Pulli, finde ich, der geht immer. Dann haben wir so eine süße Latzhose hier drin. Richtig süß, in Größe 50,
Die ist dann für Juna natürlich. Total niedlich. Dann haben wir noch einen Pulli im Paket. Auch schlicht grau, finde ich immer schön, mit so schönen orangenen Punkten drauf und hier dann so eine süße Katze drauf, auch richtig niedlich. Dann haben wir noch eine süße Jacke hierbei bekommen, in so Niki-Stoff. Dann dieser Pullover, der ist auch dabei gewesen. Dann sehe ich hier was mit Elefanten drauf. Oh, wie süß. Ein Body. Und der Body ist, würde ich sagen, für Elisa. Der ist schon recht groß. Muss ich mal gucken, welche Größe der hat. Ja, das ist definitiv Elisas Größe. Richtig schön. Und da ist noch ein Body. Richtig süß mit Wolken drauf und so ein Regenbogen drauf in so einem schönen Blau. Und ein unifarbener Langarmbody ist auch dabei in Rosa. Elisa hat irgendwie gar keinen Langarmbody mehr. Dann haben wir hier noch ein Body in so einem Lachsfarben, genauso wie der hellblaue Body, halt mit dem Regenbogen und den Wolken drauf. Dann haben wir hier einen süßen Pullover mit Herzen drauf. Dann hier einen Einteiler, auch mit Herzen drauf. Richtig, richtig niedlich, mit einer Maus drauf. Aber ich glaube, das ist hier der vordere Bereich. Die Maus ist tatsächlich auf dem Popo. Dann haben wir hier noch einen unifarbenen grauen Langarmpulli. So ein schönes, helles Grau ist das. In Größe 56, also Unifarben geht ja immer. Dann haben wir hier noch so einen süßen Sommerspieler. Ja, und als allerletztes haben wir dann noch einen weiteren Spieler hier. Auch in den Größen 50, 56 würde ich sagen. Das war das Paket von unserer lieben Marina. Ich möchte mich auch auf diesem Wege nochmals von ganzem Herzen für die schönen Sachen bedanken. Ich werde das jetzt alles erstmal einmal durch die Waschmaschine jagen, wie ich das ja immer mache. Und dann, werde ich das alles einsortieren. Und damit werde ich jetzt dieses Video hier beenden. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mal wieder mit mir zusammen zwei Pakete auszupacken. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut oder geschaut habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.